Ladebildschirm. Wow. Und da sind wir wieder zurück bei Fahrenheit in der Action-Szene mit der Action und Quicktime-Events und ich muss mich bewegen. Aber verdammt, auf die Plätze, fertig, los. Das habe ich verpennt. Aber das nicht. Und hier noch schnell zur Seite und da auch zur Seite. Und das sieht aus wie irgend so ein Limbo-Tanz. Und gleichzeitig zu kommentieren und sich so zu konzentrieren, ist wirklich jetzt nicht allzu einfach. Das muss ich schon zugeben. Aber Gott sei Dank ist das das Einzige, worin ich Skill habe, sind diese Quicktime-Events. Warum auch immer. Und die Tiere scheinen keinen so guten Geruchssinn zu haben, wenn sie das nicht mal bemerken, dass Lucas da direkt nebendran steht. Oh mein Gott, da kommen kleine Krabbeltiere auf uns drauf. Das ist ja mal gar nicht gut. Die sollten wir besser schnellstens wieder abschütteln, mein lieber Lucas, weil ansonsten wird das problematisch. Wie klein die jetzt plötzlich sind, naja, egal. Rennen, mein Freund! Und da kommt jemand um die Ecke, habe ich das Gefühl. Direkt zwei. Oder nein, wir müssen erstmal hier so ein bisschen uns befreien, weil die kommen von hinten wie so Zombies. Und ich hämmer mal ein bisschen schneller drauf ein, ansonsten dauert das ja ewig. Super, sagt uns das wunderschöne PC-Spiel. Mann, das ist Action zu diesem Part. Da bekommt man ja wirklich sonst was. Epileptische Anfälle, was natürlich nicht so lustig wäre. Und was ich jetzt natürlich auch nicht hoffe. Also sollte ich mir diesen Kommentar besser verkneifen, aber es ist auf alle Fälle Action wie Action. Und das war ja nur, um auszudrücken, wie actionmäßig das hier ist. Wow, ist das ganz anders, solche Szenen zu kommentieren, wenn man sich selbst übelst konzentrieren muss. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich rede, sondern plaudere hier nur so irgendwie drauf rein und sehe eigentlich gar nicht, was passiert, weil das ist ja dreifaches Multitasking. Und komischerweise mache ich auch keinen Fehler, was echt sehr überraschend ist, weil ich spiele auf Normal und auf Normal ist das Spiel doch schon eine kleine Ecke schwieriger als vorher eben. Aber jetzt könnte es sein, dass hier... Oh, hier geht es ja jetzt gerade ganz schön ab, das war ein Fehler. Aber wir behalten die Nerven. Wow, ich kann das wirklich, ich kann gleichzeitig kommentieren und gut spielen. Ich weiß nicht, wie ich das mache, Leute, aber ich mache es und das finde ich ganz schön toll. Wow, sliding under the bug durch und sowas, ne? Ein Bug. Ja, Fahrenheit ist voller Bugs, wie man hier sieht. Allerdings sind die Käfer diesmal was anderes. Und Flugrolle, ja, das müssen wir mit der Zeit im Sport auch machen. Ich kann es natürlich nicht, aber deswegen bin ich auch Let's Player und kein professioneller Turner und sitze irgendwie bei Olympia rum. Wollte ich nur so betonen. Wow, keinen einzigen Fehler. Ich weiß nicht, ob das so geil... Oh mein Gott, schau dich das mal an. Haben wir es geschafft? Ich weiß es nicht, aber das war gerade eben auch für mich ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das ist gar nicht zu schaffen, dieses Quicktime-Event. Auch weil hier jetzt jemand kommt. Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Uncool, würde ich mal sagen, was uns dieser Nette hier erzählt. Und ebenso wie diese ganzen Käferchen hier, die anscheinend nichts Gutes Lucas, uns vorhaben. Was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Das hätten sie wirklich beinahe und das war jetzt keine so nette Szene, das muss ich zugeben. Deswegen begeben wir uns erstmal zurück in unsere Wohnung, wo es komischerweise minus 10 Grad hat. Aber das hat es ja überall in Fahrenheit und wir fragen uns ein bisschen was. Ein Monolog ist doch immer schön. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Ja, doofe Sache, dann steh doch mal auf und beweg dich ein bisschen durch deine Wohnung. Ich würde vorschlagen, wir gehen nicht nach draußen, sondern spiel ein bisschen Gitarre. Schalten wir den Verstärker an, schnappen uns das Gitarrchen und los geht's, meine lieben Freunde. Was spielen wir denn erstmal? Ich spiele übrigens privat auch Gitarre, mehr oder minder gut, aber wir fangen doch am besten mal an mit Funk. Das ist der Key des Blues. Yeah. Ja, das sind schon ein bisschen schwierigere Quicktime-Events, das muss ich schon zugeben. Also nachher wird es schwieriger, sobald es nur an die Soli geht und sowas. Also hier wird eigentlich alles über solche Quicktime-Events geregelt. Und für mich als geübten Gitarristen scheitert... Wieso bin ich jetzt gescheitert? Ich habe doch alles richtig gemacht. Das Spiel verarscht mich, habe ich das Gefühl, weil ich weiß ganz genau, dass ich keinen Knopf verfehlt habe.
Aber vielleicht ist das auch nur meine Einbildung, weil Einbildung ist ja auch eine Bildung und ja, das kennen wir ja alles. Aber sehr schöner Groove hier. Und jetzt geht's eine Ecke mehr ab, meine lieben Freunde. Das ist der Smokewater Blues. Der Smokewater Blues? Okay, komischer Name, aber bin interessiert. Hau rein, Lukas. Ich wollte schon sagen, hau in die Tasten, aber das war eine Gitarre ja ein bisschen unlogisch. Und ich kann ja auch nicht so gut kommentieren, wie ich das eigentlich gerne täte, beziehungsweise ich würde auch eigentlich gerne singen. Aber zum einen möchte ich das euren Ohren nie länger als 2 Sekunden antun und zum anderen muss ich mich ja auch irgendwie darauf konzentrieren, das hier irgendwie gut hinzubekommen. Obwohl ich gar nicht mehr so genau weiß, was uns das bringt. Also später kann es uns was bringen, weil wir bekommen hier nachher noch Besuch in der Wohnung. Nein, es sind nicht die Juroren von diversen Castingshows, die uns suchen und uns dann danach wieder fallen lassen und so Zeug, sondern was anderes. Aber das haben wir doch richtig groovy hinbekommen. Yeah. Oh, es geht weiter. Sehr spannender Part, wir spielen Gitarre und ja, das ist alles. Passt zu dem Breakpart, den ich mal gemacht habe, Action und Blues, für diejenigen, die das Let's Play Break nicht kennen, die könnt ihr mal reinschauen. Alles in der Playlist verlinkt. Wie immer. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist der Quicktime Blues. Yeah. Der Quicktime Blues. Der Quicktime Blues. Wundervoll habe ich das gemacht, ne? Jetzt haben wir plus 10 bekommen. Das war auch gar kein Blues, das war der Funk. Aber Funk und Blues ähneln sich ja schon in gewisser Weise, sage ich jetzt einfach mal. Damit werde ich jetzt wahrscheinlich vielen Musikhändlern vor die Nase gestoßen haben, aber immerhin. So, was können wir denn Tolles machen? Wir können zum Beispiel nach draußen gehen und uns dieses wunderschöne Panorama hier anschauen. Und wie wir sehen, ist da ja gar nicht so viel, aber es ist auf alle Fälle irgendwas, nämlich ein Balkon. Und ein Balkon ist immer noch toll. Ein Balkon, kein Balkon. Also ihr könnt es aussprechen, wie ihr wollt. Könnt mich jetzt auch gerne mal wieder für meine Aussprache aussagen, aber wir können auch ein bisschen boxen. Weil unsere Hände sind ja innerhalb von 2 Sekunden verheilt, das konnten wir ja davor nicht. Auf die Plätze. Auf der linken Seite haben wir Lukas Kane und rechts den Boxsack, meine Damen und Herren. Und da kommt der Kick. Ihr müsst euch geben, wie er abgeht. Ja, der hat Skills, der Junge. Das ist unglaublich. Also er hat wirklich Skills. Das müssen wir auch machen. Ihr seht, gleich geht's noch mehr ab. Yeah, Lukas. Du bist der King. Oh, das war falsch von mir, aber egal. Es kommt übrigens auch harte Musik. Ich hoffe, ich bekomme dafür keinen Content-ID-Treffer. Das wäre sehr, sehr unpraktisch. Weil so Musik ist ja in so Spielen auch mal öfters lizenziert und deswegen sollte ich auch aufhören, darüber zu reden. Und immer weiter. Jetzt gibt's ein bisschen Enrage hier. Mach deine Fatality. Und ihr werdet noch sehen, das war noch lange nicht alles, was Lukas drauf hat. Ihr könnt euch das ja wenigstens anschauen. Ich muss mich hier auf diese 4 Kreise konzentrieren, damit ich euch eine halbwegs skillvolle Show biete. Aber es ist wirklich so, im Vergleich zu Super Mario Let's Play ist das schon ganz schön gut, was ich hier an den Tag lege, glaube ich. Und damit kann ich mich wenigstens so mal ein bisschen als Zocker rehabilitieren. Das habe ich jetzt sogar richtig ausgesprochen. Gebt euch mal das! 3, 2, 1 und... BAM! In your face, würde ich sagen. Mir ist anders. Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott, was geht hier bloß vor? Das frage ich mich auch, aber auf alle Fälle sind wir eine Killermaschine. Ich würde beinahe behaupten, wir sind der 500. Terminator. Auch wenn wir nicht ganz so den muskulösen Bau haben, aber immerhin. Vielleicht sollten wir nochmal ein gutes Glas Milch trinken oder den Kühlschrank wieder zumachen, weil ich nicht die richtige Mausbewegung drauf habe. Eins von beidem. Ein Glas Milch tut uns doch immer wieder gut, deswegen schnappen wir uns das hier mal raus. Eine Mumu. Ich meine Mumu mit H und nicht das, was jetzt die meisten männlichen Individuen meiner Zuschauer wohl gedacht haben werden. Tutentun. Schon wieder Tutentun. Verdammt. Ich patentiere mir jetzt einfach Tutentun. Das hat MG bestimmt noch nicht getan und deswegen kann ich machen, was ich will. Vielleicht haben wir auch irgendwas auf unserem wunderschönen Anrufsbeantworter. Drücken wir nochmal drauf. Niemand hat uns lieb, Leute. Wir haben keine neuen Nachrichten. Das ist ja gar nicht toll. Ist da irgendwer draußen oder ist da gähnende Leere? Gähnende Leere. Schade. Uns hat niemand lieb, niemand will uns besuchen. Das heißt, wir können eigentlich auch gleich ins Bett gehen. Dann machen wir das doch gerade mal. Oder schauen uns die ganzen Bierflaschen an. Sieht ja richtig aus wie in so einer Messi-Wohnung hier drin. Wo kommen wir denn da hin? In unser dunkles Zimmer gehen wir rein und dann sagen wir einfach mal eiskalt gute Nacht. Ich steige in das Bett. Ja, dreht ins... ihr wisst schon, ne? Wollen wir jetzt nicht singen, aber gute Nacht.
Schlaf ein, mein lieber Lukas, und träum was Schönes. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass du was Schönes träumst, aber naja, immerhin schläfst du mal und schlafen ist was Tolles. Aber da klingelt die Tür, verdammt. Bleiben wir einfach mal liegen und genießen. Nein, Spaß beiseite. Und wie wir sehen, ist es eine Dame. Und wir wissen ja, wie man mit Damen umgeht. Man geht erstmal an den PC, wenn eine Dame nach Hause kommt, das ist ja ganz klar. Und das macht jetzt auch mal... Nein, Spaß beiseite. Wir wollen die gute Dame natürlich reinlassen. Die klingelt nämlich schon zum zweiten Mal und man lässt Ladies ja nicht warten. Und ab jetzt begibt sich vielleicht gleich die Möglichkeit, ich möchte ja nicht zu viel verraten, ne? Also bin ich mal ruhig. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. So, was jetzt ganz, ganz wichtig ist an dieser Szene, ist, dass ich sie, falls es nicht so läuft, wie es jetzt laufen sollte, im besten Fall ein wenig öfters spielen werde. Das heißt, ich werde da ziemlich viel rumprobieren, bis es halt so läuft, wie ich will, dass es läuft. Also die meisten werden jetzt wissen, worauf es hinausläuft. Aber ja, falls es beim ersten Mal nicht so klappt, starte ich an der Stelle nochmal. Allerdings werdet ihr diese ganzen wunderschönen Sachen, die wir hier jetzt noch machen könnten, beziehungsweise die vielleicht passieren, erst im nächsten Part erleben und ja... Ist halt leider so, tut mir leid, ich bin ja berühmt inzwischen für meine tollen Schnitte. Ja, berühmt ist ja Schwachsinn, also ich werde ja eher dafür gehasst. Und deswegen machen wir jetzt hier Schluss mit Wahrenheit. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschö.